Herzlich willkommen, du Herr der Ringe Fan da draußen. Sehr schön, dass du zu einer neuen Runde Return to Moria eingeschaltet hast. Ich mache kurz meine Zeit hier, meinen Zeitstopper. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie wir den Drachen töten, beziehungsweise ich habe mir nochmal meine Folge angeguckt und mir ist da was aufgefallen. So dieser Standard, ne? Wir können den Drachen nicht angreifen. Das ist ja schon mal das Erste. Aber was ich wieder gesehen habe, ist dann bei der Aufnahme. Wir haben hier so komische vier Säulen wieder, wo wir ja schön hin können. Und hier, genau hier, hittet er uns ja nicht. Ja. Jetzt wollte ich gucken, ob mir die... Ja. Take your shots and wir haben vier Säulen. Ich geh erstmal hinter. Und da habe ich nämlich gesehen, dass die hier oben verbunden sind, ne? Weil er hittet uns ja die ganze Zeit, ne? Und nur diese vier Säulen habe ich beim Aufnehmen noch gerade gesehen, dann beim... Nur diese vier Säulen. Aber nervt nicht. Die waren nämlich so die einzigen vier, die mir nämlich aufgefallen sind. Komm. You should have died with Sauron. Give up. Weil ansonsten, wir kommen nicht an ihn ran und deswegen habe ich mir gedacht, die stehen nämlich so perfekt, diese vier Säulen, ne? So dieser Standard, ne? Jawohl. Hier nochmal kurz zurück. Jetzt nochmal komplett reparieren. Die Hälfte haben wir schon. Ist er jetzt blind? Der ist blind. Moment. Wir reparieren nochmal alles. Ja, wir haben noch ein Pökelfleisch, Mann. Das muss jetzt lang. Okay. Zurück, er sieht uns nicht. Also, er guckt ja die ganze Zeit auf. Ach, nee. Really. Wenn wir uns anschleichen, das sieht uns ja nicht. Thank you.
Haha. Die Hälfte haben wir schon. Nice. Okay, wenn wir rennen, hört er uns. Okay, das ist... Es kommt noch ein Hit. Noch ein Hit, come on. Drache. Oh. Wo ist unser Freund? Armer Drache, ne? Aber gut, ich meine, du wolltest uns ja auch töten, ne? Also. Fressen oder gefressen werden, ne? Mega, wir haben den Drachen einfach gekillt. Oh, das ist unser Rabe. Der liebe Freund. Haben wir jetzt den Hammer freigeschalten? Arik, it is done. The dragon is dead. We are safe. We are saved. No curse will block our way back out of Moria now. Exit the east gate. King Thorin and Lord Gimli wait for you in the Dimrill Dale. Thank you, Arik, for all your help. I'll see you soon, friend. Outside. Und wir können ihn bauen. Wo können wir ihn bauen? Den Adamanthammer. Das ist in der Kustul-Schmiede. Ja. Okay, dann. Geil. Endlich, es fügt sich alles zusammen. Wow. Es fügt sich einfach alles zusammen. Wir können nach Moria kurz, also. Ah, geil, 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 geil. I see prey ahead. Ja, echt cool. Jetzt haben wir den Adamanthammer. Können wir hier mal kurz unseren Kram hier reinwerfen. Ja, ich meine, wir haben einfach alles gekriegt, ne? Ja, komm, schmeiß mal alles hier rein. Ich glaube nicht mehr, dass wir es benötigen. Hat scheinbar keine Wirkung. Warum kriegen wir so ein komisches Gedöns, wenn wir damit gar nichts anfangen können? Ja, ich nehme doch noch Steine mit.
paar Steine mit, weil wir müssen ja dieses eine Relikt da im Schatten bauen. Knochenhort. Dann bauen wir nämlich jetzt das und dann können wir die Brücke oben reparieren. Oh, stimmt ja. Ich weiß nur nicht mehr, was wir da benötigen. Tun wir jetzt den ganzen Nebel damit kaputt machen? Boah, ist ja mega, ey. Kasadadna Ganin Muru Kasadakna Till Durin wakes from sleep. Jetzt könnten wir rein theoretisch auch den kompletten Nebel vernichten, ne? Okay. Alles klar, dann können wir jetzt... Die eine Mission ärgert mich so, dass es buggy ist, ne? Hier mit diesen restaurierten Minenwinde. Das war ja... Warum? Wir haben es ja restauriert, warum? Doch, wir müssten alles haben, ne? Wir tun es einfach mal. Oh mein Gott, ich bin so oft da hochgelaufen und jetzt einfach... Können wir es machen? Okay, wir sind einfach fertig. Ich glaube, wir haben das Spiel einfach durch, ne? Ich glaube, jetzt gehen alle Wege zusammen und wir haben das Spiel einfach, glaube ich, wirklich durch, ne? Ist noch vielleicht, dass wir den Stein da runterbringen müssen, aber ja, mal schauen. Wir sind einfach runtergefallen und haben uns durch die ganze Mine gekloppt bis nach unten. Wir haben Drachen getötet. Das war schon krass, wo der Drache hier lang geflogen ist. Und da war ich so, boah, hier durch den Wasserfall, das sah halt auch richtig gut aus. Wir haben ihn jetzt getötet. Wir sind einfach am Ende. Wir sind wirklich am Ende angekommen, ne? Wir restaurieren jetzt endlich diese Brücke. Oh mein Gott. Really? Okay. Also Spiel. Du möchtest halt ernsthaft noch. Es will halt wirklich ernsthaft, ne? Es will halt ernsthaft, dass ich nochmal. Dass ich mir jetzt. Wieder die Durins Axt holen, ne? Den Speer brauchen wir ja nicht mehr. Das ist halt doof, ne? Warum man sowas macht.
damit wir das jetzt zerschmettern können. Hätte auch eine Laterne gepasst, aber ich weiß es nicht. Egal, wir nehmen jetzt hier. Ja, cool. Ja, deswegen habe ich jetzt den Schrein noch gebaut. Ja, wäre so viele schwarze Diamanten. Die wäre echt gut. Gut am Ende noch gefarmt haben. Dimril Gate, the way out of Khazad Dûm. At last. Oh my God. The first Mithril Durin ever mined. So much of our fate is tied to this stone. The heart of the dwarves has been found. At last, Durin can wake to lead us all into Khazad Dûm. The fight against the shadow must continue, led by our new Lord of Moria. Hazan Gimli, you were right this time. Well done, young hero. Now, we celebrate! It was a pickaxe. All along, Uncle Balin thought it was a great weapon. And a dragon? Oh. I have some tales to tell, Lord of Moria. Alas, I may not be here when Durin returns. I made promises, you see, to meet Aragorn, to Minas Tirith, see Merry and Pippin again. Oh. To make one final trip with Legolas. Perhaps hear the Lady of the Wood again. But your story doesn't end here. Oh, no. This is your company now. May its deeds be long remembered. Farewell. And may the luck of the dwarves be ever with you. Es einfach fertig. Oh mein Gott. Boah, ein richtig, richtig gutes Spiel. Also ich muss wirklich sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Ah, ich muss wirklich sagen, also richtig, richtig cooles Spiel. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so eine krasse Story hat. Ich habe echt gedacht, dass es so ein bisschen Open World ist und so ein bisschen baut eure Base und allem und gut ist, aber das wirklich so mit einer Story zu tun hat, hätte ich nicht gedacht. Aber echt cool. Echt wirklich cool. Echt mega, mega, mega. Also ich muss sagen, oh, ich bin ein bisschen traurig, dass das Spiel fertig ist. Aber so am Ende war es doch für mich ein bisschen so... So in diesem Labyrinth unten, da war ich schon verzweifelt. Oh.
Ja, aber schon cool. Also, ja, freue ich mich, dass ich das jetzt auch fertig habe. Und ja, jetzt spielen wir ja... Jetzt spielen wir ja die Abenteuer... Oh, verabschiedet von Arik. Jetzt spielen wir ja noch die Abenteuer von Legolas... Von Aragorn gerade parallel. Und als nächstes dann sind wir ja... Spiel ich ja dann wirklich. This has been quite the return to Moria, hm? Will you join King Thorin on his journey back to Erebor? I couldn't fly off without saying goodbye, my friend. What will you do now? I will continue rebuilding this place. Mind Mithril. Subdue the shadows. Perhaps even solve the mystery of Bundushator. You really are Lord of Moria. It suits you. My hammer strikes now to prepare Moria. When Durin returns, he will take up the crown as King of Khazad-dûm. Then Durin's folk shall return to Khazad-dûm. For now, the north winds call. Farewell! Farewell, Arik. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, ne? Okay, dann weiß ich noch, wo wir hingehen müssen, auf jeden Fall. Was ist hier eigentlich? Oh, hier brennt nur was. Okay, was wollte ich jetzt noch machen? Und zwar wollte ich den Stein noch zurückbringen. Na gut, Mithril haben wir ja schon gesammelt, ne? Mithril und so haben wir ja alles schon gesammelt. Jetzt will ich aber mal... Niedertiefen war das, ne? Das war hier die 2, ne? Das war die Schmiede, wo wir ja dann... Aber unser, dieses komische Ding ist weg rechts unten, ne? Das heißt, wir haben keine Feinde mehr. So wie es aussieht. Jetzt können wir den ganzen Schatten ja auch wegmachen, ne? Quiet. I see prey ahead. Jetzt kann man, glaube ich, so noch alles bauen. Jetzt ist, glaube ich, das Spiel so gemacht, dass man jetzt viel bauen kann. Und so ist es jetzt auch gedacht, dass man jetzt alles abfarmen kann. Ich werde jetzt aber schnell noch diesen Stein dahin bringen, ne? Weil das wollte ich jetzt die ganze Zeit noch machen. Stein da wegbringen. Können wir ja hier hinträumen, oder? Sollte jetzt gehen.
Ich habe den Kasselstein gefunden, all die Jahre lang. Okay, dann schauen wir noch kurz. Gewinne Mithril, baue Zwergen, Dinge wieder auf und mache aus dem Berg einen sicheren Ort. Okay. Ich meine, das sind jetzt, glaube ich, nur noch so Quests, wo ich jetzt, wo man die Zwergen das glaube ich nur noch so ein bisschen rumgebaut und so nicht mehr wichtig für uns, ne? Das ist jetzt nur noch ein reines so, hey, machst du wieder sicher und treffen wir den Kasatschein wieder in die Hände von Dorinslinie. Ja, das ist jetzt auch, ist halt, keine Ahnung, warum diese zwei Missionen jetzt nicht weg sind. Aber ich würde sagen, ja, ich beende jetzt dieses Projekt hier. Weil wir haben es ja gut geschafft. Wir sind einmal komplett durch, wir haben das ganze Spiel durch, wir haben alles freigeschalten, was es eigentlich gibt. Wir haben einmal komplett uns durch die Minen Moria gekämpft. Sind jetzt einmal komplett fertig. Oh, Mithrils Schild. Jetzt können wir auch Münzen selbst herstellen, okay. Könnten wir hier auch noch hier mehr Waffen herstellen und so. Ja, was wir aber nicht mehr brauchen. Dann würde ich hier sagen, beende ich dieses, ja, Projekt hier mit unserem ausgerüsteten Zwerg. Wir könnten, wie gesagt, jetzt noch das Mithril. Das ist Mithril, ja, die Mithril-Rüstung. Aber es ist halt immer so ein bisschen, ja, schade, weil für was brauchen wir es denn noch? Wir haben ja nichts mehr, ne? Sind ja komplett fertig. Ich meine, wir können auch noch hin und her switchen. Soll ich es machen noch schnell? Soll ich noch die Rumspielerei machen? Ja, komm, ich mach's noch schnell. Ich hole uns hier ganz schnell noch die Steine. Na, hier schnell und abfarmen. Wir hoffen, dass wir ganz schnell hier Steine kriegen. Ja, 7 Stück haben wir schon. Neun, wie viel brauchen wir zum Bauen von diesem? Das machen wir jetzt noch ganz schnell. Dann können wir sagen, wir haben die Rüstung. 20, ne? Ja, noch 5 Steine kommen. Thank you.
I need a better weapon for this. Perfekt, wir haben die 20 zusammen, dann holen wir uns schnell den Wegschrein. Machen wir das auch noch fertig. So, dann hauen wir uns hier den Wegstein mal, Wegschrein mal hin. Dann gehen wir mal, Moria müssen wir kurz. Da holen wir mal das Mithrid und allem. Hier. Was brauchen wir denn nochmal für die Mithridbarren brauchen wir. Ah, okay, die Mithridschuhe kriegen wir halt nicht. Saphir, Rubine brauchen wir, ne? Und da brauchen wir das ganze Leder. So, was besitzen wir denn jetzt? Das haben wir, das Feinleder, das Mithrid. Saphir haben wir, Feinleder haben wir auch, Feinstoff haben wir. Mithrid, Barren. Die beiden können wir schon mal holen. Dann brauchen wir noch zwei Stück. Und Feinleder. Und Feinleder. Brauchen wir noch Feinleder, Feinstoff. Feinleder, Feinstoff. 3, 4, 8. 4, das haben wir alles. Da haben wir alles zusammen. Wir müssen nur noch Mithrid dann herstellen. Da haben wir ja ein Bett. Das heißt, das sollte alles. Das sollten wir hinkriegen. Oh, geil. Ja, dann machen wir uns wenigstens so eine halbe Rüstung. Oder ich hole mir halt dann noch den Diamanten. Ach, ich weiß es nicht. Bock hätte ich ja schon auf die komplette Rüstung. Schlafen wir schnell. Du bist hungrig, du kannst natürlich nicht schlafen, wenn du hungrig bist. Oh, jetzt sind wir erholt. So. Helm. Haha. Nice. Ja, es ist halt wirklich. Sollen wir uns die Schuhe jetzt noch schnell. Und die Schuhe noch holen. Meins bringt ja eh eigentlich nichts mehr, aber gut, komm.
Es war hier, ne? Aber wir werden eh sterben. Nee, komm, da mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt noch Essen nochmal herstellen, das. Nee, jetzt würde ich sagen, jetzt ist Tuck von dem Spiel. Es hat mir, wie gesagt, mega Spaß gemacht. Wir haben alles hergestellt, was wir können. Wir haben alles gemacht. Wir haben das Spiel einmal durchgespielt. Wir haben den Drachen getötet. Wir haben alles gemacht. Wir haben den Stein. Wir haben den Kasatstein. Und wir haben einfach alles. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis dahin macht's gut.